Kirche in Not hat die Kirche in der Ukraine von Anfang an unterstützt. Wir haben sofort Hilfeleistungen an die Priester und Ordensleute im Land geleistet. Was ist denn aktuell am wichtigsten in der Ukraine? Wo muss man helfen? Was sind die dringendsten Sorgen der Menschen? Vor allem möchte ich wirklich ein tiefes Vergelt's Gott sagen. Die Reaktion, die Hilfsbereitschaft, die Opferbereitschaft von so vielen deutschen Katholiken und überhaupt Menschen in diesem Land hat uns sehr viel geholfen. Ich bekomme regelmäßig Anrufe aus der Ukraine und es wird immer wieder gesagt, bitte sage Sie ein tiefes Dankeschön an die Menschen in Deutschland, die an uns denken, die uns unterstützen, die für uns beten. Ohne diese Unterstützung wäre uns ganz schlimmer gehen. Deshalb möchte ich auch diese Möglichkeit nutzen, um mich ganz tief im Namen von allen Betroffenen, sowohl in der Ukraine, aber auch in Deutschland, bei all unseren Brüdern und Schwestern hier in diesem Land und in ganz Europa, mich bedanken. Natürlich, der Krieg geht weiter. Und das Leiden der Menschen ist noch nicht zu Ende, insbesondere in diesem Winter. Es war sehr schwierig nachzufolgen, wie viele Zerstörungen ganz gezielt gegen Zivilinfrastruktur durchgeführt wurden in diesen letzten Monaten. Es ist über 40% der Elektroinfrastruktur zerstört worden. Das heißt, Millionen von Menschen bleiben Tag und Nacht ohne Strom, ohne Wärme, ohne Wasserversorgung. Millionen von Fenstern sind zerstört worden. Wenn Sie einfach zu Hause für einen halben Tag das Fenster offen bleiben, dann werden Sie spüren, was bedeutet es, ohne Fenster im Zimmer bleiben zu müssen. Deshalb haben wir jetzt versucht, im Angesicht von diesen Herausforderungen des Winters, den Menschen vor allem mit Nahrung, aber auch mit Erwärmungsmöglichkeiten zu helfen. Als Exarchie haben wir einen extra Aufruf gerichtet an alle, auch Diözese und an alle unsere ukrainischen Pfarreien hier in Exarchie in Deutschland und in skandinavischen Ländern und haben die Leute eingeladen für Spende, damit wir die Erwärmungspunkte in der Ukraine dann ausstatten können. Solche Punkte, das sind die Zelte, wo 50 bis 70 Leute auf einmal drinnen sein können, sich erwärmen können. Da gibt es eine Küche, wo die Leute auch warmes Essen bekommen können. Es gibt einen Generator, wo Stromversorgung gesichert wird. Es gibt auch eine Möglichkeit, Handy und andere kleinere Geräte zu laden. Und auch es gibt eine Möglichkeit, Internetverbindung zu haben, stabile Internetverbindung. Bis heute haben wir 11 solche Erwärmungspunkte finanziert. Vor kurzem wurde in Odessa, nur in Cherson, selbst in Cherson haben wir 5 solche Punkte finanziert. Und wir freuen uns, dass wir mit solchen Projekten den Menschen auch helfen können, diesen schwierigsten nach dem Zweiten Weltkrieg Winter zu überstehen, zu überleben. Es ist also noch viel zu tun, viel zu helfen in der Ukraine. Wir stehen weiter Schulter an Schulter in diesem Anliegen Kirche in Not und die Kirche in der Ukraine. Bischof Bohdan Dzsurach, ich danke Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch und bitte um weiteres Gebet, um weitere Verbreitung der Wahrheit über die Ukraine und um weitere Solidarität und bedanke mich ganz herzlich.